Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill und wie versprochen bin ich jetzt wieder in der Kanalisation da, wo ich hin sollte. Also in der neuen Kanalisation, das heißt, wir haben den Leuchtturm jetzt gerade hinter uns quasi. Wir haben eine merkwürdige Frau wieder gesehen, die wir schon mal gesehen hatten im Krankenhaus, glaube ich. Oder war es doch die Schule? Ich glaube, es war sogar die Schule. Und die haben wir nochmal gesehen auf dem Leuchtturm, dann ist sie wieder weggelaufen und dann ist Harry zurückgelaufen zum Boot, um Sybil zu sehen. Sybil ist aber nicht da und kaum sind wir hier runtergegangen, um ihr zu folgen, denn sie wird wahrscheinlich im Vergnügungspark sein und nur dieser Kanalisationsweg führt natürlich zum Vergnügungspark, klar. Ja, und dann hat man nur eine kurze Sequenz gesehen, dass irgendwas passiert ist. Ja. Ich hoffe, uns passiert jetzt nicht auch was. Denn das letzte Mal kamen hier sofort Viecher um die Ecke. Deswegen gehe ich mal ein bisschen langsamer. Hallo. Ja, das war's auch schon wieder mit der Muni. Herrlich ist es hier unten. Ich nehme mal wieder meinen Hammer in die Hand. Macht das viel Platz. Oder auch nicht. Trittst du nochmal drauf? Dann lauf bitte einfach. Dann lauf. Ja, das ist geil. Finde ich halt komplett falsch. Ich muss hier irgendwo rein. Ich muss da vorne links. Okay. Wie geht's mir denn überhaupt? Wo bin ich eigentlich? Oh Gott, ich habe Angst hier unten. Ich will hier nicht sein. Aber ich bin noch orange. Das geht noch. Oh Gott, die Musik auch noch dazu. Furchtbar. Ein Tonikum. Das nehme ich noch mit. Finde ich gut. Muss ich jetzt wieder nach links oder wo lang? Nee, eigentlich eher nach da. Boah, da sind voll viele an der Decke. Und die auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Harry, lauf einfach. Lauf, lauf, lauf. Scheiße, ich muss umdrehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lässt du mich bitte los? Scheiße. Boah, weil, wie viele sind das? Und das Problem ist, wenn ich direkt das schaffen würde, den Run, ja, dann hätte ich es vielleicht geschafft, ne? Aber wenn man es nicht schafft, dann ist es natürlich taktisch klüger, einen nach dem anderen platt zu machen. Aber dann verbrauche ich natürlich wieder auch Heilungskram. Und das finde ich auch irgendwie blöd. Ich hoffe, wir fangen jetzt, ja, wir fangen hier wieder an. Ich nehme die Karte wieder. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Kamera, dreh dich. Mann! Jetzt ist der auch noch nicht mal platt. Na, wenigstens die kann ich ja mal hier am Anfang machen. Ach, der ist jetzt schon tot. Okay, jetzt ist er wirklich tot. Okay. Dich da oben habe ich angeschossen, du Blödvieh. Ich glaube, ich hätte jetzt wieder hier irgendwo rechts abbiegen müssen. Ja, oder... Ja. Okay. Ich laufe jetzt mal weiter geradeaus, sammle wieder das Tunikum ein. Das war ja ganz gut. Genau. Das nehmen wir noch mit. Jawohl. Ja, nur jetzt ist die Frage, was mache ich nun? Weil da oben sind so viele und die kommen. Sie kommen. Das nervt. Ach nö. Ach scheiße, ich muss auf meine Gesundheit besser achten. Oh Mann, ich dachte, wenn ich jetzt einmal noch vorlauf, geht das. Entschuldigung, ich versuch's nochmal. Oh, jetzt muss es aber klappen.
Aber da hinten waren ja noch. Also es war jetzt, finde ich, gar nicht schlecht. Nur das Problem sind die da oben. Das sind echt die miesen Kacker da oben, die einen so greifen. Ich könnte jetzt auch die ganze Aufnahme nochmal machen, aber ich habe da halt gerade keinen Bock zu. Dann mache ich immer so viel Cuts und ist auch nicht so toll. Und wenn wir das Gewehr ausnahmsweise mal nehmen. Ja. Tja. Scheiße gelaufen, ne? Okay. So, jetzt rüste ich mich erstmal wieder mit dem anderen aus. Mit dem hier. Hol das Tonikum und ja, eigentlich wäre es vielleicht ganz gut, diesmal halt nicht so auf Risiko zu spielen. Ich laufe immer zu weit vorne. So, laufen wir mal erstmal durch. Ich ignoriere die merkwürdigen Statuen hier unten. Laufe geradeaus. Und hole mir das, was wichtig ist. Wenn ich jetzt hier schon eins geschenkt kriege, benutze ich das direkt. Vielleicht sterbe ich dann nicht so schnell. So. Bisschen auf Nummer sicher. Shit. Den da oben hätte ich natürlich gerne gehabt. Jetzt bleiben mir wieder nur die. Diese Hämmergeschichten hier. Okay. Oh, komm. Mano. Oh, das ist gut. Ja, komm. Tritt drauf. Immer alle fertig machen. Sind alle tot? Nö, der noch nicht. Ja, das lief eigentlich gar nicht schlecht. Nur, dass es mir, glaube ich, wieder nicht so. Nein, mir geht's nicht gut. Okay. Das war also knapp. Oh, und schon wieder ein Tonikum verbraucht. Das geht so schnell. Komm her. Okay. Erledigt. Wo geht's jetzt lang? Geradeaus. Und links. Okay. Wir tasten uns langsam vor. Immer geradeaus. Okay. Oh. Nein, lasst mich. Oh, es sind zu viele. Es sind zu viele. Scheiße, ich gehe hier drauf so. Nein. Lauf. Lauf, lauf. Lauf. Scheiße. Nein. Nein, was ist hier? Warum ist das zu? Was? Irgendwie. Nein, das kann doch nicht sein. Mann. Ach Mann. Lass los. Ja, kommt alle. Oh, lass los. Lebt noch einer? So, wie komme ich jetzt hier rüber? Mann, mir geht's schon wieder so blöd. Jetzt lauf doch da einfach. Warum nicht gleich so? Boah, das war jetzt echt nicht so geil. Aber ja, wir haben nur noch drei Heilungsmittel. Das ist echt wenig.
Scheiße. Ja, geht direkt los hier wieder, oder was? Was mache ich jetzt hier? Ach, das sind so eine Quietschis. Die Quietschis gehen ja noch. Oh, nee, du gehst nicht. Okay. Die Quietschis gehen, die kleinen roten Dinger nicht, die wir aus der Schule oder sonst wo kennen. Was ist hier? Ein Karussell? Hallo, Karussell. Mitten hier in der gruseligen Silent Hill Welt. Ist das wichtig irgendwie? Kommt man da hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang soll. Da auch nicht lang. Wo war ich denn noch nicht? Ich wollte jetzt eigentlich nicht zurücklaufen. Noch irgendwas. Ach, warte, ging's da nicht rein? Hier geht's doch rein. Huch. Geh mal darauf. Na, hier ist der Kanalisationsdings, ne? Hier will ich nicht hin. Hier komme ich doch her. Dann gehen wir wieder nach links rüber. Oder auch nicht. Ich jetzt doof? Wo muss ich denn lang? Hier so lang. Da geht's aber nicht weiter. Hier ist so ein blutroter Stacheldrahtzaun. Dann rennen wir weiter hier lang. Hier muss es doch was geben. Hier ist das Karussell. Hier waren wir noch nicht. Hier. Quietschi. Ich werde mal speichern. Das ist sehr wichtig. Vielleicht sollte man das mal tun. Motel beschreibe ich jetzt mal. Und wir sind im Vergnügungspark. Ja. Vielversprechend. Was jetzt? Ich meine, es ist schön, dass ich jetzt hier gespeichert habe. Jetzt müsste es hier doch auch weitergehen. Gibt es hier keinen Eingang? Konnte man hier eigentlich noch was nehmen? Nein, leider nein. Geht's da rein? Kann ich da zur Tür? Nee. Ja. Ich weiß, was hier kommt. Oh, da ist ja so ein Monsterchen. Monsterchen. Komm mal her. Och, war ja klar, dass er mich kriegt, ne? Obwohl ich hier mir Mühe gebe. Ja, da war ja klar. Komme ich hier irgendwie rein? Nein. Ja, es ist ein richtig schöner Vergnügungspark, auf dem wir uns jetzt vergnügen wollen. Was auch sonst. Können wir rein ins Riesenrad, in so eine Gondel. Komm mal her. Nein? Mitfahren? Ja, ich weiß zwar nicht, was ich hier mache, aber, ne? Ja, das ist klasse. Ich kann kaum was erkennen, aber okay. Wozu war das jetzt hier gut? Also mitfahren kann ich anscheinend nirgendwo. Mir geht's übrigens richtig schlecht. Ja, so ein bisschen jedenfalls vibriert der Controller die ganze Zeit.
Ich bin ein bisschen überfragt hier, was es soll. Anscheinend sind wir hier noch nicht richtig. Und ich dachte, wir könnten jetzt Riesenrad fahren. Hier kann ich nicht rüber. Ich will zum Karussell. Juhu, Karussell. Spaß. Es ist so doof. Ich laufe aber jetzt nicht weg. Da muss es irgendwie noch weitergehen. Genau, da ist das Riesenrad. Es muss hier noch mehr geben. Eigentlich weiß ich, was ich suche. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Hier vielleicht? Oh oh. Ist das ein Böser, den ich höre? Ich glaube, das ist ein Böser, den ich höre. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hä? Ach, nee, ein Quietschi. Okay. Es ist nur ein Quietschi. Quietschi! Wie komme ich denn hier zu dem Karussell? Da so rüber? Ja, ich mach das richtig gut. Hä, wo geht's denn hier lang? Also ich bin echt ein bisschen orientierungslos. Hier, es gibt keine Karte. Die Wege sind hier alle ständig kaputt. Und ja, man läuft so ein bisschen ziellos hier rum. Hier, das sieht doch gut aus. Da waren wir auch noch nicht. Fitschi! Okay, Sybil ist böse geworden. Deswegen haben wir jetzt ein Problem. Wir werden gegen sie kämpfen müssen. Und dafür nehme ich härtere Geschosse und werde hier bestimmt tausendmal sterben. Aber wir probieren es einfach mal. Oh, ein Rollstuhl. Wo ist sie denn? Sybil, was ist los mit dir? Das war's. Das ist schon mal richtig blöd gelaufen. Also man muss halt richtig aufpassen hier. Sybil ist halt jetzt irgendwie böse, besessen, whatever. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffen soll, weil sobald sie halt einmal schießt, ist man so gut wie tot. Ja. Ja. Sie schießt schon und eigentlich sterbe ich jetzt, ne? Weil ich bin orange und dagegen kann ich halt gar nichts machen, glaube ich. Ja. Das ist mega scheiße. Wir haben halt kaum Heilmittel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, diesen Kampf. Echt,
Ich kann halt höchstens noch mal durch diese Kanalisationskacke, aber da habe ich natürlich keinen Bock drauf, das noch mal alles machen zu müssen. Also mit dem Hammer komme ich hier definitiv nicht weiter, weil ich darf gar nicht so nah an sie rankommen. Ich muss halt immer schnell möglichst an ihr vorbeilaufen auch. So. So. Boah, die ballert irgendwie auf uns oder so. Wer ballert denn da so? Sie? Sitzt sie da oben? Ist die Musik normal? Mit der Mucke. Irgendwie finde ich das voll schräg gerade. Und jetzt hat es aufgehört. Ist ja komisch. Ah, jetzt fängt das wieder an. Voll komisch hier. Ich habe gleich keine Muni mehr. Und er bleibt auch immer so komisch stehen. Er stolpert immer so. Lauf mal weiter. Bist du? Da bist du. Ja, das hat ja toll geklappt. Habe ich überhaupt noch was an Muni oder gar nichts mehr? Geil. Kann mir mal jemand sagen, wie man das schaffen soll? Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung. Da muss ich ja näher an sie ran. Geht ja gar nicht anders. Und wie stark haut sie zu? Sehr stark. Und ich habe kaum mehr was. Oh, ich bin zuerst gestorben. Ja, ich habe keinen Plan, Leute. Mit so wenig Munition und dem ganzen Scheiß hier weiß ich nicht, wie weit ich zurückspielen müsste, um mehr Munition an dieser Stelle zu haben, weil gegen die ganzen Monster da draußen muss ich mich ja auch ständig wehren und da würde ich ja sonst auch sterben. Und was bringen mir Heilungsmittel, wenn ich am Ende dann gegen so eine eigentlich schießen muss und nichts habe? Ich kann höchstens immer warten, bis sie von ihrem Pony nochmal runterkommt und dann nochmal am Ende raufhauen, aber ob das so wirklich hilft, ich weiß es nicht. Ich probiere es im nächsten Part auf jeden Fall nochmal. Und dann werde ich mal schauen, ob wir das mit Sibyl hier hinbekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.